Ihr seid Kleinunternehmer, dann solltet ihr diese 5 Fehler unbedingt vermeiden. Über die Kleinunternehmerregelung habe ich bereits ein Video gedreht, das habe ich hier verlinkt. Kurz zusammengefasst, wir befinden uns hier im Bereich der Umsatzsteuer. Das heißt, diese Regelung betrifft somit Unternehmer, Selbstständige, Land- und Forstwirte, aber auch ganz wichtig private Vermieter. Diese unterliegen auch der Umsatzsteuer. Sobald eure Umsätze mehr als 35.000 Euro betragen, sind diese umsatzsteuerpflichtig. Bleibt ihr unter dieser Grenze, dann könnt ihr die Umsatzsteuerbefreiung in Anspruch nehmen. Über die Vor- und Nachteile habe ich auch bereits in dem Video schon einiges erzählt. So, und welche Fehler sollten nun vermieden werden, damit ihr in der Kleinunternehmerregelung bleibt? Fehler Nummer 1, es handelt sich hier um eine Nettogrenze. Das heißt, die 35.000 Euro sind ohne Umsatzsteuer zu verstehen. Das bedeutet, wenn ihr 20%ige Umsätze ausführt, das heißt, eure Umsätze würden normalerweise mit 20% Umsatzsteuer verrechnet werden, dann könnt ihr bis zu 42.000 Euro Umsätze einnehmen, weil von den 42.000 wird die Umsatzsteuer rausgerechnet und dann seid ihr immer noch mit dem Nettobetrag unterhalb der Grenze. Wenn ihr jedoch nur 10%ige Umsätze ausführt, dann könnt ihr bis zu 38.500 Euro einnehmen, ohne dafür Umsatzsteuer in Rechnung stellen zu müssen. Ihr habt somit einen wesentlich größeren Spielraum, der jedoch selten ausgenutzt wird. Fehler Nummer 2, die 15% Toleranzgrenze. Die gerade erwähnten Grenzen im Fehler Nummer 1 dürfen einmal in 5 Jahren um 15% überschritten werden. Bei 20%igen Umsätzen wären das somit insgesamt 48.300 Euro. Wer diese Grenze innerhalb von 5 Jahren öfters überschreitet, der wird umsatzsteuerpflichtig. Also einmal geht, öfters nicht. Fehler Nummer 3. Die Grenze gilt für das gesamte Unternehmen, das heißt für sämtliche Umsätze einer Person. Das heißt, gewerbliche Umsätze und auch Umsätze aus Vermietung und Verpachtung werden zusammengerechnet. Es gibt da keine betriebsbezogene Betrachtung. Fehler Nummer 4. Die Regelbesteuerung wird beantragt, obwohl nicht notwendig. Das heißt, ihr wählt freiwillig die Umsatzsteuerpflicht, obwohl ihr unter dieser Grenze seid. Wieso kann das jetzt ein Fehler sein? Nun, ganz einfach, wenn ihr überwiegend an Privatpersonen, sprich an Konsumenten verrechnet, dann wird euch um die Umsatzsteuer weniger Geld übrig bleiben. Der Kunde hat dann keinen Vorsteuerabzug, das heißt, er zahlt nur einen gewissen Betrag, den er bereit ist, und von dem müsst ihr dann auch noch Umsatzsteuer an das Finanzamt abliefern. Zusätzlich habt ihr noch unnötigen administrativen Aufwand aufgrund der Erstellung der regelmäßigen Umsatzsteuervoranmeldungen. Das könnte man vermeiden, wenn man es nicht machen muss, nämlich. Die Regelbesteuerung macht somit nur im B2B-Bereich Sinn, das heißt, sie fakturiert an Unternehmer, die sich die Umsatzsteuer wieder als Vorsteuer abziehen können. Fehler Nummer 5, ihr überschreitet die vorhin erwähnten Grenzen unterjährig, das heißt, im zweiten Halbjahr kommt ihr über die Grenze drüber, auch über die Bruttogrenze. Das bedeutet, ihr müsst die Umsatzsteuer für sämtliche Umsätze des gesamten Jahres bezahlen. Wenn ihr vorwiegend an Unternehmer fakturiert, die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, dann wird das Ganze nicht so tragisch sein. In dem Fall könnt ihr die Umsatzsteuer nachverrechnen. Die bezahlen euch das und die Kunden werden den Steuerbetrag als Vorsteuer vom Finanzamt zurückbekommen. Problematischer wird die ganze Sache, wenn ihr an Konsumenten verrechnet. In diesem Fall werden die kaum bereit sein, euch die Umsatzsteuer nachzubezahlen, denn für sie ist der Fall ja mit der Bezahlung erledigt. Das heißt, in diesem Fall werdet ihr auf den zusätzlichen Kosten sitzen bleiben. Aus dem Grund empfehle ich, zu Jahresbeginn überlegen, wie viel Umsatz werde ich generieren, wie ist das Vorjahr gelaufen, und da schon entscheiden, beginnt man gleich zu Beginn mit Umsatzsteuer zu verrechnen oder nicht, vor allem wenn man hauptsächlich an Konsumenten verrechnet. Wie ihr gerade gesehen habt, könnt ihr mit etwas Planung hohe Umsatzsteuernachzahlungen vermeiden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und nicht vergessen, Kanal abonnieren, und wir sehen uns im nächsten Video.